Willkommen in der HDI Arena, willkommen zu dieser heutigen Begegnung, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder ihre Kommentatoren. Und wir zeigen Ihnen heute das Rückspiel des Achtelfinals. Hannover 96 gegen Brügge. Boah, das könnte ein Kracher werden, Wolf. Die Gastgeber, der Sieger im Hinspiel. Und wir schauen, wie sich das entwickelt. Das verspricht einiges. Könnte sehr spannend, könnte vielleicht sogar dramatisch werden. Zwei starke Mannschaften. Von ihm erwarten wir heute einiges. Gerade wenn es um den Spielaufbau geht, wird er hier heute gefordert sein. Da kann er seine Stärken ausspielen. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Und das Spiel läuft. Duxch. Toller Pass. Klasse Pass. Jetzt ist er durch. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Das macht er hier überragend. Ein toller Lupfer. Ein klasse Abschluss. Und den musst du erstmal so machen. Ganz stark. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Manaken. Sofyan Amrabat. Super dazwischen gegangen. Da ist Platz. Jetzt wird's gefährlich. Hereingabe kommt lang. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht. Sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Den Ball hat er irgendwie nicht richtig getroffen und lässt diese Chance hier liegen. Die Flanke war richtig präzise, konnte aber leider nicht verwertet werden. Duxch. Da kommt der Pass. Sieht gefährlich aus. Sofyan Amrabat ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Das sieht vielversprechend. Ja, mit viel Übersicht. Mit dem Ball hat er gar keine Mühe. John Kulz. Matej Mitrovic. Manaken. Gute Aktion. Kommt jetzt die Flanke rein. Kurze Flanke. Die Flanke bleibt hängen. Ganz stark abgeblockt. Da passt er auf und hat den Ball. Rika. Former. Sofyan Amrabat.
gibt es jetzt die Gelegenheit. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Sofian Amrabat. Crepin Diatta. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Super Aktion, gut geklärt. Duxch. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Immer noch diese Aktion jetzt. Schöne Aktion. Was macht er draus? Weite Flanke, nicht ungefährlich. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Pass auf außen. Gibt jetzt Einwurf. John Kools. Van Aken. Das machen sie hier gut. Sie setzen ihn unter Druck beim Abschluss. Und deshalb geht der Ball eben auch vorbei. Das ist richtig gut gearbeitet. Marvin Bakalorz. Emmanuel Dennis. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ja, könnte was werden. Der Angriff könnte was werden. Duxch. Eine starke Parade. Wichtig, dass er da klärt. Ostrolek. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Klasse Aktion, Ball ist weg. Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Da verlieren sie den Ball. Super Pass. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen und damit ist hier noch nichts entschieden. Und mit dem Resultat nach 45 Minuten sind sie aus dem Turnier, Buschi. Wären sie aus dem Turnier. Wir bleiben hier mal noch im Konjunktiv, denn es sind noch 5. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Tja, war halt niemand. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Der Ball kommt doch richtig gut rein, aber er kann ihn irgendwie nicht verwerten. Die Flanke war richtig präzise, konnte aber leider nicht verwertet werden. Former, Van Aken. Und da ist der Ball wieder weg. Ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Former. Na, jetzt müssen sie aufpassen.
Sieht gefährlich aus. Manaken! Nee, da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Da müssen sie mehr draus machen, keine Frage. Aus der Distanz, das war eine dicke Chance. Die Gäste werden wechseln. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Unser Blick an die Seitenlinie. Wir bekommen jetzt den Wechsel. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt. Former. Manaken. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Wieder so ein klasse Pass. Weg ist der Ball. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Das muss der Unparteiische pfeifen. Ein klares Foul, das können wir hier nochmal sehr schön sehen. Und da lag der Schiedsrichter richtig mit seiner Entscheidung, hier abzupfeifen. Freistoß jetzt, vielleicht ist das die Chance. Er versucht es einfach mal, aber ohne Erfolg. Große Distanz, dann trotzdem so ein klasse Ball, fast das Tor. Guter Freistoß, oder? Der hätte ja fast gepasst. Ja, fast das Tor hier, ein wirklich guter Freistoß. Er bringt den Ball jetzt noch. Jetzt kommt der Schuss! Da klatscht der Ball an den Pfosten. Gibt Einwurf. Nur der Alu-Treffer und das wird sie mächtig ärgern. Das Ding hätten sie zu gerne mitgenommen. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Da wäre Platz auf außen. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Duksch. Schöne Aktion. Da ist er jetzt durch. Die Riesenchance. Ah, den müssen sie eigentlich machen. Eine Riesenchance, aber den hält er natürlich. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Gute Aktion. Der Angriff könnte was werden. Gutes Timing, guter Einsatz. Da verhindert er das Tor. Genau richtig gemacht. Former. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. John Kools. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Jetzt erleben wir den Wechsel. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Former. Was macht er draus? Ball ist unterwegs. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Klasse Pass! Pfosten! Da ist der Torwart da, gut gemacht. Ecke kommt ins Zentrum. An die Latte.
Guter Pass. Gefährlich. Und jetzt die Chance. Der Ball geht an die Latte. Fast das Tor. Ball geht erst ans Aluminium und dann ist er doch noch zur Stelle. Ja, da sollten wir noch mal einen Blick drauf werfen. Das gucken wir uns noch mal an. Hat nicht viel gefehlt. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Der Ball kommt hoch rein. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Wir haben den Schlusspfiff hier in diesem Rückspiel. Sie sind also weiter. Über beide Spiele gesehen waren sie klar besser. Und so ist es logisch, dass sie in die nächste Runde einziehen. Und nach diesen Ergebnissen ist auch da noch einiges drin. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Er hätte ja um ein Haar einen Doppelpack erzielt. Aber das eine Mal stand eben das Aluminium im Weg. Schade. Aber es hat ja für den Sieg gereicht.